brauchen wir ein ganzes küchenfertiges Biohähnchen, Thymian, Rosmarin, die Zehen von einer ganzen Knoblauchknolle, Olivenöl, eine unbehandelte Bio-Zitrone, Pfeffer, Salz, Paprika edelsüß und 1 bis 1,5 Kilo geschälte Kartoffeln. Und jetzt zeige ich euch, wie es geht. Die Kartoffeln, die habe ich geschält und das sind jetzt sehr kleine Kartoffeln, aber wenn man große Kartoffeln hat, dann einfach grob schneiden, die dann einfach in einen Topf geben, zusammen mit der Zitrone und den Knoblauchzehen. Und das Ganze wird jetzt im Salzwasser für 12 Minuten gekocht. Jetzt haben wir hier das vorbereitete Hähnchen. Das kommt jetzt im Ganzen in den Bräter und dann würzen wir das von allen Seiten mit Salz. Mit Pfeffer. Und mit süßem Paprika. Ich mag das mit dem süßen Paprika deshalb so gerne, weil das Hähnchen dann auch ein bisschen braun aussieht. Also der Paprika sorgt dafür, dass es einfach schön braun ist. Jetzt drehen wir das noch um. Jetzt von der anderen Seite auch. Gewürzt. Pfeffer. Und wieder mit Paprika. So, und dann wird es einfach mit ein bisschen Olivenöl noch eingerieben, damit es schön knusprig wird. So geht das Ganze jetzt für ca. 45 Minuten bei 190 Grad in den Ofen. So, die Kartoffeln sind jetzt fertig gekocht. Die habe ich abgegossen und den Knoblauch und die Zitrone rausgefischt und die abgetropften Kartoffeln habe ich dann nochmal im Topf kräftig geschüttelt, dass die ein bisschen aufbrechen. Jetzt nehme ich einen Zahnstocher und steche die Zitrone, Vorsicht, die ist sehr heiß, ringsrum ein. Ja. So, und jetzt nehme ich die Zitrone und den Thymian und fülle beides in das Hähnchen. Und den Knoblauch auch. Vorsicht, wie gesagt, die Zitrone ist sehr, sehr heiß. Alles rein. So wird das Hähnchen richtig saftig. Und ich nehme dann noch ein bisschen Thymian. Jetzt kommt das Hähnchen in den Ofen bei 190 Grad für eine Dreiviertelstunde. Weiter geht's. Das Hähnchen war jetzt eine Dreiviertelstunde im Ofen und jetzt wird es ein bisschen tricky.
Das müssen wir nämlich mal aus dem Bräter nehmen. Und in den Bräter rein, es brutzelt noch sehr, kommen jetzt die Kartoffeln, die schon ein bisschen gekocht sind. Zu den Kartoffeln kommt jetzt noch der Rosmarin. Das letzte Stückchen Thymian. Jetzt vermische ich das, damit die Kartoffeln noch rundherum ein bisschen Bratensaft abbekommen. Dann gebe ich noch das restliche Olivenöl dazu über die Kartoffeln und würze das Ganze noch mit ein bisschen Paprika, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Und jetzt lege ich das Hähnchen wieder zurück in die Form, aber diesmal von der anderen Seite, dass es am Rücken auch richtig schön kross gebacken wird. So, das Hähnchen war jetzt noch mal 45 Minuten lang im Ofen und die Kartoffeln sind richtig schön durch und gewürzt. Es riecht schon fantastisch. Ich wünsche jetzt einen guten Appetit. Bitteschön! Das ist jetzt das fertige angerichtete Zitronenhähnchen. Das duftet einfach wahnsinnig gut und die Kartoffeln sind schön kross. Ja, ich wünsche euch einen guten Appetit.